Lecker Weizen auf dem Tisch, schöner Radfahrnachmittag hinter mir, in die Meisterliga 3 gedeft und dazu jetzt noch schöne Clan-Kriegsangriffe aus unserem großen 40er Clan-Krieg. Damit herzlich willkommen bei mir, dem Toto Acker Thorsten beim Clan 2 Warriors. Und ihr habt es heute Mittag schon gesehen, wir hatten wirklich tolle Live-Angriffe. Die nächsten Angriffe werden jetzt natürlich nicht mehr live sein, aber ich werde euch ein paar schöne zeigen. Ich habe mir ein paar schöne notiert und ich kann aber auch nicht alle zeigen. Das tut mir natürlich leid, aber das würde den Rahmen dieser Folgen immer sprengen. Und je länger solche Folgen auch dauern, desto langatmiger werden sie auch. Und selbst ich gucke so stundenlange Folgen nicht wirklich immer bis zum Ende, spule dann auch vor. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen kurz in den aktuellen Krieg rein. 103 zu 93. Eine Stunde läuft der Klankrieg noch und wir haben wirklich gut gedefft, wir haben gut angegriffen. Taktik war diesmal überragend und der Sieg war uns eigentlich schon gestern Abend nicht mehr zu nehmen, muss man sagen. Nachdem wir viele, viele Defs hatten, der Gegner einige Angriffe auf 2-3 Bases verballert hat und wir gucken uns noch ein paar Wiederholungen an. Ich habe mir einfach mal tatsächlich jetzt eine Liste gemacht derer Angriffe, die ich zeige. Ich kann leider meine Angriffe nicht zeigen, weil ich zurzeit keinem Rathaus zu nahe trete. Aber zumindest meine 9er Accounts waren hier erfolgreich. Und ich spule das Ganze immer in zweifacher Geschwindigkeit, damit wir möglichst viele Angriffe reinbekommen. Und so sehen wir hier allerhand Taktiken, allerhand Bases von den jeweilig gegenüberliegenden oder auch dann von den Zweitangriffen, die wir machen. Wer meine Folgen schon länger schaut, weiß, dass wir in der Regel den ersten Angriff auf unseren Gegenüber machen. Er fast immer egal, was da kommt. Da sind wir Warrior-mäßig immer, haben wir immer das Herz am rechten Fleck und wagen uns hier eigentlich in jede Base rein, die sich uns erstmal gegenüberstellt. Und dann gucken wir mal. Aber hier der Popi im ersten Angriff ganz klassisch und stark mit einem, das ist es, Packer-Angriff und ist hier also wirklich super durch diese Base marschiert. Die Queen, ja, außenrum, aber manchmal ist auch ein Vorteil, wenn die Queen dann auch außenrum geht. Und hatte jetzt noch alle Packer hier oben am Leben. Also die Packer sind nach wie vor wirklich wieder eine starke Truppe. Wenn die Taktik stimmt und wenn auch die Base stimmt, dann latschen die hier wirklich super durch als Tankersatz und als Damage-Ersatz natürlich. Also die können natürlich beides, die tanken und können enorm viel Damage ab. Und so sind das hier Klasse 3 Sterne von 35 auf 35. Und wir machen hier ungeschnitten weiter mit der 27. Die hatte ich mir ausgeschaut. Das ist der Eis. Eis kommt hier mit einem richtig klassischen Go-Hock in die Base rein. Funnelt oben mit zwei Golems, ein paar Magiern, Mauerbrecher, nicht verkackt. Das ist ja auch immer wichtig. Ich meine, wenn man dann einen Sprung dabei hat, also ich nehme bei meinen RH9 immer einen Sprung einfach mit, falls die Mauerbrecher verkacken, dass ich irgendwie in die Base reinkomme. Aber der Iceman kommt hier wirklich gut rein. Hat die Hawks relativ früh von rechts unten reingeschickt, weil er wahrscheinlich auch erkannt hat, dass da nochmal richtig was an Feuer kommt in der Base. Jetzt sind zwar ein paar Lava-Puppies den Hawks auf den Fersen, aber da es jetzt die Masse an Hawks sind, schaffen die es auch nicht mehr so richtig dahinterher zu kommen und viel Schaden zu machen. Die Queen macht jetzt den letzten Papi hier weg und jetzt hat er sogar noch Hawks fürs Finish, also hat noch einiges hier im Feld. Oben ist alles weg und dann müssen unten nur noch die Lager geklärt werden, ein paar Sammler und das Labor, und dann waren das hier starke 3 Sterne von 27 auf 27. Wunderbar. Wie ich es eben schon gesagt habe, ich komme im Moment niemand zu nahe. Das heißt also, ich schaffe die Rathäuser nicht. Aber der Donnerbengel schafft hier das Rathaus. Auf diese, ich fand diese Base relativ schwer, aber habe gedacht, das muss irgendwie gehen. Und entscheide mich hier von unten zu funneln mit King, Queen und Bolam im Gepäck. Sodass ich die Queen schaffe und auch die Clanburg.
Clanbruch hat mich jetzt nicht wirklich abgenervt, da so ein Hund, denn doch, der kann natürlich abnervend sein, aber ich schaffe hier super zwei Lars und kriege jetzt auch noch so ein paar Puppies weg, aber komme jetzt von rechts mit meinen Hunden erstmal auf eine La, weil die andere La überdeckt die nächste La nicht. Das heißt also, die kriegen erstmal nur von einer La Beschuss und so fliegen hier meine Loons gut durch die Base. Ah, kriegen jetzt aber hier am Ende, wird es nochmal richtig, richtig eng, glaube ich. Denn der, bei diesem Angriff war das nicht, das war doch ein anderer Angriff. Ich habe hier allerdings auch die Queen verloren und hier musste das Cleanup dann von den Loons und von den Lava-Pups erlegt werden, aber es war reichlich Zeit da und so war das hier, fand ich jetzt. Eigenlob stinkt ja immer so ein bisschen, aber das war ein guter Angriff auf die XRH9-Base vom Donner und mit der exakt gleichen Truppenanzahl und mit der exakt gleichen Taktik hat auch der Alex angegriffen, auch auf diese Max-RH9er-Base. Auch hier ist es wieder Ziel gewesen, da kommt er von oben rein, mindestens die Queen zu schaffen und eine La, vielleicht sogar noch ein Feger, das reicht in der Regel und muss hier ein bisschen stärker funneln, da wir schon ein bisschen mehr an Lagern wegmachen mussten, aber die Masse der Truppen geht jetzt rein, vor allen Dingen King und Queen, giftet hier jetzt die Clanburg-Truppen sehr gut, schafft jetzt schon mal eine La, weiß gar nicht, eine zweite wird es auch gar nicht, aber er kommt hier wieder mit zwei Hunden jeweils auf eine La, da diese sich auch nicht überdecken. Das heißt, die Hunde kriegen erstmal nur Beschuss von einer La. Und was jetzt natürlich zu überstehen ist, ist die Tesla Farm hier an der Außenseite der Base, aber auch dort kam er richtig gut durch. Allerdings jetzt, hier wird es jetzt ganz, ganz eng nochmal, denn die Bogenschützentürme standen jetzt doch relativ tief. Und er hat hier so ein bisschen Glück gehabt, dass der Golem jetzt noch beide Bogenschützentürme tankt. Denn die hätten hier relativ locker, glaube ich, die restlichen Fuß- und kleinen Lufttruppen geschafft. Und so hat der Goli hier wirklich nochmal am Ende richtig krass getankt. Und hier konnten die drei Sterne auch von uns eingefahren werden. Richtig guter Angriff, fand ich. Eigenlob stinkt natürlich, aber wir haben ja noch andere Angriffe. Nämlich den von Flashloop. Flashloop ist zwar schon ein RH10, allerdings noch komplett RH9. Aber ihr seht schon, er hat schon die Bowler auf 2, aber 220 Bowler, also noch nicht, beziehungsweise 220 Truppen, noch nicht 240 Truppen. Und ihm fehlt auch noch der fünfte Zauber. Da ist die Fabrik wohl noch am Ausbau, aber dennoch kommt er hier gut in die Base rein. Hat alle Heiler noch am Start, weil die Lars auch sehr tiefstehend sind für die Heiler und durchbricht diese Base eigentlich wirklich stark mit den Bowlern und mit seinen Riesen. Queen geht sauber mit durch die Mitte, kann also dann jeweils nach rechts und links durch die Felder Deaths wegmachen. Jetzt sieht zwar erst noch ein bisschen eng von den Truppen aus, aber die Queen ist noch voll geheilt und kann nochmal gezündet werden. Er hat hier noch Bowler. Unterheilung hier rechts unten, das ist auch immer gut, oder gerade wenn da nur ein, zwei Devs noch da sind und schießen, dann reicht das sogar in der Regel noch. Er kommt ja aber jetzt mit der Queen noch relativ weit und dann waren das auch hier am Ende schöne drei Sterne, wo er zwar erst gedacht hat, packe ich nicht die Base war auch wirklich schwer, also ich hatte auch keine Idee erst für diese Base, aber hat er gut gemacht und so waren das hier auch wirklich starke drei Sterne. Dann kommen wir zur Nummer 18. 18 hat der D-Walker gemacht, RH11 auf RH10. Das ist so eine Base, wo ich halt es nicht geschafft habe, überhaupt mal in Rathausnähe zu kommen. Und er hat sich hier für einen Lalun entschieden und funnelt hier mit relativ vielen Magiern und zwei Golems. Das bisschen guckt man sich die Taktiken ja ab auf diese Base. Ich kannte diese Base auch, denn in meinem Dorfbesuche-Video hatte jemand von dem Plan, wo ich zu Besuch war, exakt diese Base hier und habe aber nie einen Angriff darauf gesehen, also nie gesehen, wie macht man die eigentlich, aber der Daywalker kommt hier richtig stark in die Base rein, hat natürlich einen Warden im Nacken, den er jetzt gerade gezündet hat, das heißt, er macht die Truppen einmal kurz immun
Und jetzt muss er zwar so ein bisschen gegen den Feger arbeiten, aber er hat die Hunde auch schon aufmaxt und auch die Loons alle aufmaxt. Also das war dann auch hier, oh, ich habe vergessen vorzuspulen, wirklich starker Angriff. Dann machen wir dem hier mal am Ende bis zum Vierfach, damit wir die Zeit wieder ein bisschen reinholen. Und so waren das hier starke 3 Sterne von RH10 auf von RH11 auf RH10. Waren auch relativ spät. Also das war, da haben wir eigentlich, glaube ich, schon deutlich gewonnen. Aber wir stecken ja nie auf. Wir versuchen immer noch etwas rauszuholen, auch in den oberen Bereichen, beziehungsweise hier nicht auf Lot zu gehen, sondern nach wie vor hier unser Ding durchzuziehen. Und das Ding haben wir hier auch auf der 14 durchgezogen, nämlich von Hocke Hocke. Haben wir gestern schon gesehen, im ersten Angriff unglücklich nur 1 Stern. Aber auf diese Base hier hat er es besser gemacht mit der gleichen Taktik wie... Ah ne, er hat eine etwas andere Taktik, glaube ich, da ich gestern den Anfang nicht gesehen habe und ihn immer noch nicht gesehen habe. Nutze also hier sein Killsquad King, Queen und Warden, um hier eine Lade zu schaffen. Er schafft auch noch, ja, er schafft auch noch den Feger da hinten. Und jetzt ist auch Ila hier unten weg. Ja, super. Den hatte ich nämlich auch noch nicht ganz gesehen. Aber räumt hier richtig stark jetzt mit den Loons ab. Und auch mit den Hunden, die er mittlerweile auch gelevelt hat, da er noch nicht so lange 11 ist. Fällt einem da die Entscheidung erstmal leicht. Was level ich eigentlich zuerst? Was werden meine stärksten CK-Truppen sein? Und zurzeit, wie so aussieht, sind das wirklich die Hunde und die Loons, die im RH10 und RH11 Bereich, will nicht sagen OP sind, aber wenn man eine gute Taktik hat und wenn die Base stimmt, dann sind das 2 oder halt so wie hier gesehen auch mal gerne 3 Sterne. Wir kommen noch ein bisschen höher auf die 12 von Mojo, das ist auch RH11 auf RH10 und sehen hier eine Bola, Heiler, Witches, Valkyries Collection, also schon einen sehr starken Mixangriff, aber auch natürlich eine gängige Taktik. Killsquad hier mit Queen und Warden. Die Queen kümmert sich jetzt um Clanburg-Truppen. Einmal kurzer Rage, damit die Loons nicht stark abwerfen und der Drache nicht nochmal pusten kann. Kommt hier jetzt auch gut in die Base rein mit Riesen und Bowlern. Hat jetzt die Queen auch in der Base oben auch sehr gut gemacht. Muss ich aber mal gucken. Jetzt kommen die beiden Mauerbrecher. Reichen die für die Mauer? Ja, sie reichen. Er kommt also auch da mit echt wenig Mauerbrecher, mit wenig Einsatz in die Base rein. Hexen hinterher. Und jetzt ja, kurz mal spulen. Dann wird hier erstmal gefunnelt. Und der Funnel funktioniert natürlich auf beiden Seiten richtig gut. Das sieht man hier. Das Rathaus liegt jetzt schon zu 180 Grad frei. Da sind jetzt zwar Tesla in der Mitte, aber es kommen, glaube ich, 6 oder 7 Walküren und für die ist das ein gefrorenes Fressen hier in der Mitte. Nochmal absolut geiler Jump platziert über beide Kästen dort, über beide kleinen Felder, wo die Infernos drin standen. Und den Rest machen hier jetzt der Orden mit Queen und die Hexe unten, die jetzt zwar gleich auch Geschichte ist, aber Queen voll heilbar und Warden sogar noch zündbar. Ja, also bis zu der Stelle jetzt zündet er erst den Warden. Und damit waren das hier super 3 Sterne im relativ hohen Bereich. 8 auf 12, das ist schon recht hoch. Und den Warden hat Mojo mittlerweile auch auf 18, also Hut ab. Da ist echt schnell gelevelt worden. Da hat man also wirklich natürlich ein bisschen in den DKs erst ausgesetzt. Aber man hat zumindest an den, beziehungsweise man hat taktisch wahrscheinlich dann seine Truppen aus dem Krieg gelassen. Wir sehen hier ein Laloon von Olig. Olig blitzt hier eine La schon mal weg und hat auch die Loons und die Hunde auf Max-Level für ein RH11. Hat auch, glaube ich, 2 Level jetzt geschafft. Wieder am Warden sehe ich gerade. So ein bisschen gleitet mir das hier zwar nicht aus den Händen, aber ich meine, wir sind 50 Leute im CK. Da hat man nicht mehr alles im Blick, als wenn man so ein 30er-Clan ist. Da kennt man sicherlich
als Vize oder als Anführer hier jede Base, oder sollte man nicht unbedingt kennen, aber man kennt sie vielleicht. Und so ist mir das ganz entgangen, dass Oleg auch hier zwei weitere Level an seinem Borden gemacht hat. Kommt hier gut in die Base, kommt hier jetzt sehr gut in die Mitte rein, vor allen Dingen noch mit den Drachen und mit den vielen Loons. Die machen ja Flächenschaden. Das heißt, die werden auch das Rathaus mitmachen. Denn wenn jetzt oben der Inferno fällt, dann fällt auch das Rathaus. Das ist eine super Sache, auch eine super Taktik eigentlich, gerade wenn man den Flächenschaden von den Loons nutzen kann. Und so waren das hier auf die Base souveräne 2 Sterne. Hier sind wir jetzt schon richtig hoch, 5 auf 7. War also ein klasse Angriff vom Oleg. Und 3 waren sicherlich nicht ganz machbar. Aber das in dem hohen Bereich hier 2 Sterne schon wirklich, wirklich stark. So, jetzt ist auch gleich die Queen dran. Da holt er noch mal ein paar Prozente. Aber der tiefstehende X-Bogen gibt ihr jetzt den Rest. Und den letzten, den wir uns angucken wollen, nach meiner Liste, liegt etwas höher. Das ist hier oben. Das ist der Angriff von... Das stimmt gar nicht. Ich habe hier unten einen vergessen. Habe ich einen vergessen? Kleinen Moment mal. Habe ich wohl doch keinen vergessen. Dann nehmen wir mal die 2 von Norman. Norman hier 3 auf 2, also mal einen höher gerutscht. Oben kann man ja, wenn man relativ gleich und ausgeglichen seine Chars oben hat im oberen Bereich, kann man natürlich auch mal unten nach Absprache durchtauschen, wo man mal sagen kann, ich fühle mich besser bei der Base oder ich fühle mich nicht so gut bei der Base. Und hier hat sich der Norman also für die Kombination mit Bolan und Valkyren entschieden. Ist hier auch wirklich klasse in die Base reingekommen. Kürzester Weg zum Rathaus ist jetzt da. Und so ist das hier ganz, ganz schnell mal ein Stern gewesen. Also das ging wirklich rasend schnell. Jetzt ist in der Mitte der Adler auch weg. Queen ist noch voll in der Mitte, springt jetzt nochmal in das mittlere Feld. Queen nochmal durch. Also dann waren das hier auch wirklich noch reichlich Prozente. Okay, jetzt mit 9% über 50 ist das jetzt nicht so gewählt. Aber er hat nochmal versucht, hier ein bisschen was zu retten. Gucken wir mal, wo der Lucky hinspringt. Und nochmal der eine Bogie, ich glaube hier unten. Da ist nichts mehr zu machen. Für so eine Fußtruppe. Und dann waren das wirklich saubere 2 Sterne hier. Aber ich hatte doch, glaube ich, einen Angriff habe ich vergessen. Nämlich den hier von Mustango auf die 13. Ja, für diese Kombi, die er sehr häufig nutzt, ist das eigentlich eine wie dafür gemachte Base. Schön mit Hexen und Bolern. Die können hier durch die Base einwandfrei durchmarschieren, weil sie gar nicht durch so viele Mauern müssen. Er kommt hier erstmal mit einem Killsquad, Queen und Warden und ein paar Heilern. Das, denke ich mal, ist überhaupt kein Thema für die beiden hier oben. Und dann funnelt er erstmal ein bisschen weiter. Mal eine richtig breite Flanke, komplett geräumt. Außer unten Labor und ein Lager. Aber ich sehe gerade, ja, jetzt sehe ich es. Da muss ich kurz was Witziges zu sagen. Ich sehe gerade seine Clanburg. Ich glaube, da kamen ein paar Magier raus bei Loons. Das war ein Versehen von mir. Durch das viele Gerede im Chat und fordern hier und fordern da, habe ich eigentlich meinen Char Magier geben wollen und genau diese Loons, nämlich zur Def. Das sollte eigentlich zu Thorsten. Und Riesen hatte ich mit Thorsten fertig für Maste. Habe mich dann gewundert, dass bei Thorsten keine Magier ankommen und gar kein Loon ankommt. Und habe dann erst gesehen, ach du Scheiße, hast du jetzt gerade bei Maste reingelegt. Und jetzt sehe ich eigentlich erst, was daraus geworden ist. Er hat die Truppe einfach gesetzt. Okay, das tut mir leid, das soll nicht mehr vorkommen. Das war natürlich eine blöde Fallspende, die er dann wahrscheinlich nicht gesehen hat. Aber nichtsdestotrotz helfen die natürlich bei so einem Angriff. Letztendlich sollten sie wahrscheinlich tanken. Das hat jetzt sein Queen, das hat sein King dafür übernommen. Und so ist aus dem kleinen Missverständnis doch noch ein Dreier geworden hier. Also hat sich ja noch gelohnt, dass ich doch noch diesen Angriff hier gezeigt habe. Denn ich wusste, dass ich einen ausgelassen habe. Der steht nur nicht auf meiner Liste drauf. Aber ich hatte ihn mit im Petto. Und somit ist das hier gewesen.
Wir haben noch so ein paar Angriffe, denke ich mal, sehen wir noch vom Gegner, aber der hatte eben auch nur noch 3 Stück offen. Und so war das hier ein super Clankrieg von uns. 309 EP gibt das, das auch mal richtig viel. Gerade bei so einem 40er ist natürlich wirklich schön. Und ich habe gesehen, dass wir auch schon wieder ganz, ganz viele Grüne haben. Also so ein bisschen wirkt natürlich so ein großer CK auch motivierend auf die Masse. Dann kriegen die Leute auch wieder Bock mitzuspielen, ist Logo. Wenn man gewinnt, hat man immer mehr Bock, als dass man verliert. Wenn man natürlich auch mal verliert, muss auch immer der Ansporn wieder da sein, dass man wieder ins Positive reinrutscht. Das sind wir hier, 24 3-Sterner zu 19 3-Sterner. Das ist wirklich klasse. Links oben, der Bonus ist natürlich auch nett für mich, denn ich habe durch diese ganze Aufzeichnerei und Schneiderei überhaupt ganz vergessen, dass ich ja auch hier auch noch eine Base habe, die ein bisschen leben muss. Denn meine zweite La ist mittlerweile auf Max-Level gelaufen, was ich sehr schön finde, was ich nicht so schön fand. Ich habe überhaupt kein Gold, um jetzt die dritte zu machen. Aus lauter Verlegenheit habe ich dann hier schon mal die Sprungfalle gemacht, denn die 2 Miller hatte ich gerade noch so über. Und der zweite Bob ist in meinen King gegangen. Ich habe jetzt ein bisschen Not. Nein, ich habe natürlich keine Not. Ich habe alle Zeit dieser Welt. 4 Stunden 48, Archer Tower 1 fertig. Das wird dann der hier sein, der hier auf Level 12 dann ist. Und in 19 Stunden läuft dann mein erster Archer Tower auf Max Level für RH10 aus, nämlich dieser hier. Mal sehen, wie und wann ich das reinfarme. Aber wichtig war mir erstmal, dass wir die CK-Angriffe hier hinter uns bringen. Das waren jetzt 2 lange Folgen am Stück. Ich hoffe, diese langen Folgen und diese Live-Angriffe plus die Angriffe dann aus den Replays haben euch mal wieder gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst einen Daumen für dieses Video nach oben, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich mit etwas volleren Lager innerhalb dieser Woche jeden Mittag um 12 wieder, wenn es dann heißt, der Toto clasht. Bye bye.